Scheiße Stoff. Und nein. Yeah. Da, jetzt habe ich 102 Eier und immer noch nicht den Eierfinder repariert. Nur für Angestellte. Nee, nur Drohnen. Huch, was zum... Achso, ich dachte gerade. Ah, mitten auf dem Teleskop auch noch ein Ei. Ich fass es nicht. 103 Eier. Aber kein Professor gefunden. In der Küche ist er ja nicht. Da ist schon die U-Bahn-Station. Mehr oder weniger. Und da hört ja quasi das Unigelände auf. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, der muss da drin sein, hier im Versammlungsraum mit Tech. Aber das ist nur ein großer Lesesaal und da ist niemand. Du hast nur so eine Art Zaubertisch mit Buch. Und gut ist. Fakultät für Gestaltung, Medien, Architektur, Fotografie. So, so. Oh, ein Wegweiser wäre irgendwie nicht schlecht. Habe ich das Ei schon? Ein Ei gefunden, ja, mitten im Unibrunnen. Ich dachte, das hätte ich schon. 104 Eier. Hast du wohl nicht gehabt. Aber du schon, nehme ich an. Keine Ahnung. Dafür bin ich schon viel zu lange im Parcours. Ich wollte gerade sagen, ja, ich wollte gerade sagen, sag mal, wie viele Eier hast du eigentlich? Aber ich sehe dich ja. Okay, ja, ich sehe dich halt bloß nicht. Weil du auf einem anderen Server bist. Ja. Ja, wie gesagt, das bringt ja nichts, das auf deinen Server zu gehen oder du auf meinen. Weil ich ja die ganze Zeit im Parcours drin bin. Ja, gut, du. Bleibst ja an der Stelle. Ja. Aber das bringt halt trotzdem nichts, weil. Hm. Müsste es ja zu mir kommen, damit die Leute mich dann auch sehen. Und mir dann die ganze Zeit zugucken. Das wäre ja auch langweilig. Deswegen such du mal lieber die Eier, da kannst du wenigstens ein bisschen was zeigen. Ja klar. Eier habe ich ja schon gefunden. Wie viele Eier habe ich jetzt eigentlich gefunden in den 1,5 Stunden? Ja. 56. Dingens hier. Wie viel hatte ich gehabt? 89? Es ist ein guter... Oh Gott. Ist ein guter Erfolg. Oder was ist, ist ein guter Erfolg? Ist ein guter Schnitt eigentlich. Weil ich habe eigentlich gestern und vorgestern gerade maximal wie viel Eier? 4, maximal 5 Eier gefunden. Oder weniger. Nur durch Zufall bin ich mal über ein paar Eier gestolpert. Warum steht hier nicht einfach dran, zum Beispiel hier, ja, zu Dr. Professor, irgendwie sowas? Aber das sind alles nur so. Einfach ja, schon.
Ich müsste echt den Professor suchen. Aber das hier sind Studentenwohnheim-Dinger. Ist auf jeden Fall irgendwo in einem dritten Stock, das weiß ich. Im dritten Stock. Ich hab's so oft gelesen im Chat. Irgendwo da unten in einem dritten Stockwerk. Okay. Dann entweder im Hauptgebäude. Ich schätze mal im Hauptgebäude. Würde ich jetzt mal schätzen. Wo soll er sonst? Ich denke mal nicht, dass er in den Studentenwohnheimen ist. Das glaube ich auch nicht. Und das Einzige, was mit Wissenschaft und Technik zu tun hat, das ist aber nur so ein Lesesaal, Versammlungshalle mit Tech. Das hat drei Stockwerke, aber du kommst gar nicht ins dritte Stockwerk hoch. Da denke ich mal im Hauptgebäude. Irgendwo. Da, der dritte Stock. Guck ich mal von dort, wenn ich da irgendwie hochkomme. Nee, natürlich nicht. Was ist hier? Hier komme ich auch nicht hoch. Ach, da sollen das Aufzüge darstellen wahrscheinlich. Okay, dann wollen wir mal. Erster Stock. Zweiter Stock. Und das dürfte der dritte Stock sein. Weil weiter hoch komme ich ja nicht mehr. Außer hier. Und hier hört es halt auf einmal auf. Und dann segel ich drei Stockwerke tief. Oder ich muss noch weiter höher. Wenn wir sind weiter hinauf. Weiter hoch. Jetzt bin ich im Dachgeschoss. Das ist nur so eine Art Bücherei. Mittendrin so eine Art Pflanze. Und das war's. Aber von dem Professor keine Spur oder von dem NPC. Also ich habe jetzt hier einmal abgekrast, aber nichts gefunden. Geh mal ein Stockwerk tiefer. Au. Also hier ist niemand. Hier sind nur Brunnen, hier sind Bücherregale, jede Menge. Jede Menge Sitzgelegenheiten. Ach, das hier ist ein Glas. Okay, ich dachte gerade schon. Sieht aus hier wie eine Art Cafeteria. Wo Redstone-Spur entlang führt.
die mit diesen 6 Tischen verbunden ist, aber nicht reagiert. Das ist das Kunstgebäude. Das hier sieht aus wie eine Cafeteria. Auch so eine komische Sitzecke. Tische mit Redstone mal wieder verbunden. Boah, das sieht so gleich aus. Bin ich jetzt im Kreis gerannt, oder? Aber auch hier ist kein Erfinder. Nee, da war ich ja schon. Warte. Hey, ich bin echt... Shut the fuck up. Ich bin echt ratlos. Ich weiß echt null, wo der Typ ist. Was ist das hier? Ach, Toilette. Und hier? Sieht aus wie so ein Bibliotheksraum aus. Oder wie ein Harem, was weiß ich. Nee, keine Ahnung. I have no fucking idea. Und noch ein Ei. Flop. So, mal gucken. Fakultät für... Aha, Technik, Information, Wissenschaft, Jura. Aha, wie wär's mal mit dem Gebäude? In welche Richtung laufe ich? Nach Norden. Das nördliche Gebäude. Mega groß und hat 3 Stockwerke. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welches Stockwerk. Dritte. Ja, ist dritte, klar, aber... Ob es auch irgendwie beschildert ist, so zum Beispiel Fakultät für so und so. Das ist gut zu wissen, weil hier in diesem dritten, in diesem nördlichen Gebäude war ich nämlich noch nie. Jetzt muss ich jeden verdammten Salz so wahrscheinlich durchforsten. Ja, 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 ich habe ihn. Eierfinder, juhu, jetzt bin ich gespannt. Okay, heißt, hier dürfte ein Ei sein.